Ich hoffe ja immer, dass die Verbrecher so lange K.O. bleiben, bis die Polizei wieder eintrifft. Stell dir mal vor, weißt du, ich verprügel die alle, ja, hau sie alle K.O. Und dann hau ich ab, dann kommt die Polizei und dann sind sie aber schon wieder wach. Was ist da? Beschütze die Polizei. Schützen nach da unten. Was zum Teufel? Der Boss will sein. Das ging schnell. Ich sag ja, alle Verbrechen, die auf dem Dach sind, sind in der Regel sensationell einfach mit dieser Anzugsfähigkeit. Wenn man es einfach runterschmeißen kann. Ich finde, das hat was. So. Oh, ich muss nach Norden wieder. Ah. So. From the west side to the east side. Das ist dafür, dass du dich verkauft hast, Spider-Man. Das ist gefällig? Direkt zum Rap? Also, ich finde, das ist jetzt mein Gebiet. Komm her. Da nützt dir deine Technologie auch nichts. So. Wo kriegen Hammerheads Jungs bloß ihre Anzüge her? Offensichtlich haben die einen deutlich besseren Schneider als wir. So, komm her. Und jetzt bin ich wieder da. Mann. Ja. Mache ich auch gerade hier. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass ihr weniger werdet. Also, nur mal so nebenbei erwähnt. So, sehr schön. Nicht, dass alle einfach nur in Frieden leben wollen. Gut, haben wir das auch. Also, lassen wir schauen. 100%, 100%, 100%. Jetzt müssen wir die Kampfherausforderung hier von Screwball noch machen. Und dann haben wir das. Dann fehlt, glaube ich, bloß noch einmal Verbrechen in dem einen Gebiet und dann haben wir es auf jeden Fall. Dann ist das auch durch. Was gar nicht mal so schlecht ist. So. So. Hi. Hallo. Was haben wir jetzt hier? Wieder prügeln einfach nur oder mit Gadgets gehackt? Besiege alle Gegner, bevor der Timer abläuft. Okay. So. Noch eine Fotobombe. Yay. Keine Ahnung, was abgeht, aber ich liebe es.
Oh Gott, ich war noch drin zum Glück. Sehr schön. Stimmt, habe ich, aber es tut weh. Und darum möchte ich das gerne nicht mehr spüren. Also hau ab. So. Wow. Sie und Hammerhead sind jetzt Kumpel? Der Typ ist wie eine Maschine. Nee, eigentlich nicht. Wenn ich wie eine Maschine wäre, wäre ich Iron Man. Ich muss nämlich Sniper platt machen. Oh, yeah. So, komm her. Und ciao. Und weg. Und. Pam. Fotobombe. So. Fupp. Okay. Ich mach mal gleich mal platt, weil sonst wird's schwierig. So. Ach komm. Okay, so. Wo ist eine Fotobombe? Okay, Farbfotobombe. So, ich muss den hier platt machen, das ist... Mit den Elektrodüngern ist das gar nicht mal so, schwierig. Ja, danke. Komm her. Und ciao. Und bam. Fast großartig. Das druck ich mir auf die Karte. Gott sei Dank. Ich glaube, du solltest etwas mehr Zeit im Netz verbringen. Well. Gut. Also, 100%, 100%, 100%. 100%. So. Das hier ist alles nicht story-relevant. Das heißt, das letzte ist eigentlich dann das hier. Das heißt, Hammerhead, Tarngeschäfte, Screwball-Herausforderung und Hammerhead, Verbrechen. Das heißt, das... Hallo? Dann haben wir es jetzt gleich alles. Das heißt, dann haben wir da jetzt endlich dann unsere Ruhe. Sehr schön. Also sind die Hammerhead-Verbrechen auch fertig und dann können wir uns ganz auf den guten Hammerhead in der Story konzentrieren. Gar nicht mal so blöd. Finde ich gut. So, ich guck mal gerade eben auf die Uhr. Ah, dreiviertel Stunde habe ich noch. Dann ist die Waschmaschine fertig. So. Ah, das Schlimme ist, mir schon echt die Hände weh. Ah. Spider-Man ist echt anstrengend. Hey Leute! Zeit für eine ganz besondere Folge! Seid ihr bereit? Habt ihr Snacks? Haltet Snacks bereit! Ich hab Erdnüsse hier. Dank des Trojaners, den ich in deinen Anzug eingeschleust habe, kannst du nur zwei deiner Geräte einsetzen. Keine Cheatcodes. Okay. Gut, dass meine Geräte so klasse sind. Erschütterungsschlag und Netzbombe, okay. Ach stimmt, ich darf nur Geräte einsetzen. Wie geht das denn dann? Okay, irgendwas habe ich jetzt gemacht, ich weiß aber nicht genau.
Ach, okay, jetzt check. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Ich hab's verstanden. Okay, kommt mal alle her. Kommt mehr Kinders. Oh Gott. So, zack. So, klack. So. Hervorragend. Das ist gar nicht so einfach. Man muss es... Au. Der Vorteil ist, ich habe sehr viel zum Heilen hier. Ach, der klebt schon fest. Okay. So, 1,28 noch. LOL, wie sie sich winden. Fuck. OMG, irgendein Bundesagent wird sich das so gern bei mir ansehen. Klar, ich würde mir es auch gerne ansehen. So, klack. Das ist übrigens ganz schön schwierig, möchte ich betonen. Dann muss das... Na. Kriegen wir hin. Das ist der letzte, glaube ich, ne? Ich bin so neurotisch. Geil. Selbst für einen Verbrecher will ich perfekt sein. Fast perfekt. Das war so, naja, was so ungefähr das Schlimmste ist, was man sein kann. Es tut mir leid. Das war's. Der manipulierte Code in Screwballs Trojaners. Ich habe genug Daten gesammelt, um ihren Standort aufzuspüren. Hab sie. Wo ist er denn? Natürlich ist sie auch da unten. Sehr schön. Dann packen wir die gute Screwball mal Richtung Rikers. Wahrscheinlich hat er das eh kommen sehen. Ich glaube, so blöd ist, nämlich, ist Screwball nämlich gar nicht. So. Gut. Allons-y. Schalalalala. Mal gucken, was hier wieder Schönes kommt. Tatsächlich muss ich jetzt mal wirklich mehr mit den Geräten auch machen. Ich glaube, was ich immer... Das Problem, was ich mache, ich nutze die Geräte immer alle nicht, die ich habe. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil mit den Geräten ist es deutlich einfacher dann. Ich bin in einem der Hammerhead-Geschäfte. Sieht aus wie eine Brennerei, aber das ist nur Tarnung. Ich würde auf Schmuggel tippen. Illegale Waffen oder schicke Gangsterhüte. Du meinst Fedoras? Ich glaube, das wäre fast schlimmer als Waffen. Sag Bescheid, was du findest. Fedoras, genau. Echt gut mitgedacht vom Boss. Diese neuen Drucker machen alles viel einfacher. Träum süß. Metaphorisch gesehen stellen wir eigentlich unsere eigenen Lutscher hier. Geld und brennen Whisky? Das ist einfach optimal. Ja, aber halt dich beim Alkohol zurück. Der Boss mag's nicht, wenn wir schlampig arbeiten. Ja, ja. Wie kommt's eigentlich, dass der Boss damit durchkommt? Ich hab keine Ahnung, Mann. Er schmiert wohl ein paar Beamte, damit die den Mund halten. Schön, schön. Aber wo geht der Whisky hin? Naja, in die Bars vom Boss zum Beispiel. Verdammt. Er hat echt an alles gedacht. Da kann man beruhigt sein. Das stimmt. Was? Ist da jemand? Jetzt hab ich dich, Spider-Man. In der Luft! Schade.
Da hat er mich gesehen. War aber abzusehen. Das Tolle ist, stellt euch mal vor, ihr arbeitet irgendwo und kriegt jeden Tag eine 300-prozentige Lohnerhöhung. Ich fände das nicht schlecht. Stellt die Gläser hin und kämpft! Alkohol im Dienst? Ich muss euch alle der Personalabteilung melden. So. Autschi, 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 autsch, 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 autsch. Echt? Das war irgendwie jetzt doof. Ich wollte zwar ausweichen, das hat aber nur so semi... Wow! Ich brech dir den Kiefer. Mach mal. So. Und ciao. Spider-Man, tötet ihn, bevor er die Drucker zerstört. Schmeißt ihr hier auch mal Partys? Ihr solltet hier wirklich Partys schmeißen. Ah, ja. Ich würde sagen, wir machen das vorher. Wir werden dein Gesicht einschlagen. Wir setzen uns unter Strom. Stimmt. Weil ich eine so geladene Persönlichkeit habe. Haben. Schaltet ihn aus. Lasst uns unserer Wirtschaft nicht weiter schaden, Jungs. Na komm her. Peter, ich habe die dritte Datei entschlüsselt. Cool. Ich mache auch wichtige Sachen. Dann mach einfach damit weiter, während ich rede. Der Captain Yuri hat anscheinend eine Vorgeschichte. Wer nicht? Ja. Alte Polizeiberichte. Wusstest du, dass schon ihr Opa ein Kopf war? Ha, liegt in der Familie. Sieht so aus. Doch ihr Vater war nicht lange Kopf. Er ließ sich schmieren, wurde angeklagt und verurteilt. Magier-Schmiergeld. Ein korrupter Kopf? Wie er im Buche steht. Mir scheint, als ob Yuri die Fehler ihres Vaters ausbügeln und gleichzeitig die Magier vernichten will. Heftig. Kein Wunder, dass sie so verbissen ist. Ja. Ich weiß, ich soll über Hammerheads Geschäfte schreiben, aber diese Story ist ziemlich verlockend. Ruf mich mal zurück. Ich schaffe den Clown alleine. Echt? Ich glaube nicht, Tim. Er hat so viele von uns erwischt. Sag mal, wie viele von euch gibt's denn hier noch? Au! Da war ich zu langsam. Geb ich zu. Mehr illegales Zeug im Büro? Ich frag für einen Freund. Und das ist nicht mal gelogen, dass er für einen Freund. Ui! Oh ja, der ist ein richtig harter Typ. Der geht da gar nicht zu Boden, wenn ich ihm eine Druckwelle hier. So. Nein, ich will den hier. Hallo? Lass mich mal raus, bitte. Bitte, danke. Bitte, 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 danke. Jo. So. Oh. Bam.
Ach, der ist schon weg. Okay. Das ist der letzte, oder? Aua! Ich hasse Raketenwerfer. Das war der letzte. Sehr schön. Die Dämpfe machen mich fertig. Ich muss ins Büro, bevor ich ohnmächtig werde. Naja, gut. Ach so, ich dachte, ich muss das hier so aufmachen. Okay. Elektronetz. Klack. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Kein Geld, kein Bier. Aber Bücher, die die Geldfälschung beweisen. Und eine verschlüsselte Datei. Cool. Ich bin hier fertig. Ich schicke dir die letzte Datei und... Das musst du nicht. Ich weiß bereits, was da drin steht. Wirklich? Hammerhead ist nicht der Einzige, der an Dateien kommt, die er nicht haben sollte. Okay. Gut. Schön. Warum haben wir das Ganze dann gemacht? Ein Fest. Ein Riesenfest. So. Na komm. Und die Magier fixiert. Sie folgt dem Protokoll nicht mehr und es sieht nicht gut für sie aus. Glücklicherweise hat sie auch Unterstützer. Ja, hör zu, Peter. Diese Story zieht besser als die Hammerhead-Läden. Ich muss das bringen. Ja, ich weiß das. Ich weiß. Okay. Ich schulde dir was dafür. Und ich hoffe das Beste für deine Freundin. Danke, MJ. Ich auch. Weiß ich nicht. Nur weil eine Story besser zieht, heißt das noch lange nicht, dass man sie bringen muss. Das wird der Juri, glaube ich, bestimmt nicht helfen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Zwar erstmal ein paar Verbrechen hier, das wäre schön. Staffelfinale, begib dich zu Screwballs Sendeort. Würde ich gern machen, aber ich würde erstmal ein paar Verbrechen hier platt machen wollen. Oh. Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich diese Show alleine hinkriege. Und natürlich weiß, wie man diesen Computer bedient. Lass das, Jared, ich mache ja schon. Aber Sie, werte Hörer, sollen wissen, dass ich das nicht möchte. Ich mache ja schon. Und deshalb habe ich mich aus freien Stücken entschieden. Es reicht jetzt, Jared. Meinen Assistenten Jared zurück zu Just the Facts mit J. Jonah Jameson zu holen und mich bei ihm zu entschuldigen in der Show. Was ich hiermit tue, genau jetzt. Und, ist das dein Ernst? Tust du mir das wirklich gerade an, du Kleiner? Und sein Gehalt zu erhöhen. Schalten Sie bald wieder ein bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson. Sehr schön, okay. Wann hat er denn den Jared gefeuert? Habe ich das übersehen vorhin? Stimmt, ich bin da. Finde ich gut. Ich auch. So. Also mir. Oder der Polizei.
Oder New York. Ihr seid alle nicht gut für die Stadt. Ihr könnt alle, gehört alle in der Gitter. Auf die Anzüge zielen ist auch schön. So, ist der letzte, oder? Ach nee, da ist noch einer. Und pam. So. Ja, Leute, Magia, Hammerhead. Den Cops wird's egal sein, für wen ihr arbeitet. Viel Glück noch. Ich glaube auch, dass es den Cops egal ist. Hoffe ich zumindest. Korrupte Cops will man schließlich nicht. Ist schlecht für die allgemeine Sicherheit, finde ich. So, mal gucken. Ich glaube, die Verbrechen hier können wir auch mal so peu à peu machen, ne? Wenn wir durch die Stadt wieder cruisen. Übergebt uns den Verräter! Und der Spitzel gehört uns, Spinne! Habt ihr schon mal über Wasserpistolen nachgedacht? Ich meine, es gibt da inzwischen richtig krasse Dinger. Oh nein! Oh Mist, ich hab mich gesehen. Ja genau, wie habt ihr mich hier denn bitte getroffen unten? So. Wo sind die denn? Ach, da unten sind welche. So. Stimmt, aber nichtsdestotrotz seid ihr jetzt bald platt. Und pam. Cool, haben wir das auch. Sehr schön. Diese Hammerhead-Typen und ihre tollen Waffen nerven allmählich. Das stimmt tatsächlich. So, gehen wir mal zu Screwball. Weil wir haben bloß noch 3 Verbrechen, das kriegen wir so im Laufe der Zeit hin. Aber dann halten wir gleich mal Screwball auf. Ach, hier unten ist sie. Sehr unauffällig. Lass mich raten, sie hat's gecheckt, wo wir sind. Dass wir sie hacken. Hä? Streamt hier jemand? Ich wusste doch, dass sie das weiß. Okay, gut. Ich muss vermutlich einfach nur... Was zum... OMG, OMG! Du solltest dein Gesicht sehen! Du bist nicht hier. Hätte ich mir denken können. Deine Code-Manipulation war süß. Aber hast du echt gedacht, du könntest mich, die Meme-Königin, so leicht schnappen? Ich hatte es gehofft. L.O.S., Buddy! Du weißt... Fan Nummer Uno. Aber wenn wir uns im RL treffen, wie soll je Staffel 3 entstehen? Vielleicht einfach gar nicht? Sei doch nicht so. Wir sehen uns sicher bald. Viel Spaß bei der Abschlussparty, Spidey. Welche Abschlussparty? Ach, die Abschlussparty. Ach so. Screwball Speed im Knast überhaupt rein? Ja, yeah, das hat er gespürt. So, komm her. Ihr Fress. Oh, du kleines, flinkes Frettchen. Au! Die Screwball-Dinger haben tatsächlich einen Vorteil. Wieso macht ihr uns fertig? Warum loggen wir uns heute nicht mal aus? Na, ausloggen ist so langweilig. So. Geht
Vor allem, ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sich hinstellt und sagt LOL. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben, habe ich da noch keinen, noch keinen gehört. Der sich... Okay. Ich glaube, der... Also wir haben zwar die Dingens, dass wir niemanden töten, ne? Aber ich glaube, die ganzen Stromschläge, die der abkriegt, die sind nicht gut für ihn. Also ich meine nur... Ich stelle mir gerade ernsthaft jemanden vor, stell mir vor, ja, du unterhältst dich mit irgendjemandem, dann erzählt er was Lustiges und du stellst dich hin, LOL. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das kommt nicht so gut an. Aber ich kann mich vielleicht auch täuschen. So, oh, ich glaube, er ist jetzt zu Ende gegrillt, er ist jetzt durch. Okay, das war's. Sehr schön. Ich glaube, das war's jetzt mit Screwball fürs Erste. Ich muss rauskriegen, wie ich sie finden kann. Oder sie wird nicht nur das Internet sprengen. Aber es ist cool, dass sie gleich diese... die Lichter hingebaut haben, diese Diashow. Lichtshow, nicht Diashow, Lichtshow. Und ich glaube, er hier ist komplett totgebrutzelt. Okay. Koopa, hello, schön, dass du da bist. Schatten vor dem Beamer, ganz ohne Raytracing. Stimmt. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. So. Machen wir noch ein Verbrechen schnell oder... Mal gucken, wenn es gleich ein Verbrechen hier ist, dann machen wir das. Ansonsten machen wir mit der Hauptstory weiter. Kommt nix. Gut. Jetzt war eins da. Super Timing. Finde ich gut. So. Können wir was zu trinken einschenken? Während der tolle Ladebildschirm hier gerade lädt. Und uns auf die nächste Mission vorbereitet, was ich sehr schön finde.